Herzlich willkommen, liebe ASI-Gäste. Auch herzlich willkommen, liebe Reisebüros, die auch unsere ASI-Reisen buchen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem heutigen ASI-Travel Talk, heute unter dem Motto Aktuelles aus Südafrika. Ich möchte mich als erstes mal persönlich vorstellen. Mein Name ist Bernhard Zörer. Ich arbeite seit 23 Jahren bei der ASI und bin für die Produktentwicklung unserer Fernreisen zuständig. Wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit, wo es ja schwer möglich ist, in ferne Länder zu kommen, diese Webinarreihe ins Leben gerufen, um Ihnen aktuelle Informationen aus unseren Fernreisezielgebieten zu geben. Wir hatten in den vergangenen Wochen, vielleicht waren ein paar von Ihnen bei diesen Webinaren auch schon dabei, Webinare zum Thema Nepal, zu Costa Rica, Kanada und Kuba und haben dazu immer einen lokalen Partner eingeladen, der Ihnen aktuelle Informationen aus den Zielgebieten geben kann. Hintergrund dieser Webinarreihe ist einfach, dass wir ein bisschen aktuelle Informationen vermitteln wollen, einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen. Oft wird in den Medien ja ein ganz anderes Bild gezeichnet, als das sich eigentlich im Land selbst irgendwie widerspiegelt. Und da bekommen Sie einfach von uns dann Informationen aus erster Hand. Über den Sommer hatten wir schon einige ASI-Gäste wieder unterwegs, speziell im Alpenbereich. Da haben wir sehr viele Gruppen und auch sehr viele individuelle Reisende gehabt, die ASI-Reisen absolviert haben. Da merkt man natürlich, dass jetzt die Leute mehr im erdgebundenen Bereich unterwegs sind. Wir haben auch einige Flugreisen in Europa durchgeführt, natürlich immer abhängig davon, welche Länder bereisbar sind und welche nicht. Es ist nicht immer ganz einfach, weil die Maßnahmen ja doch oft recht kurzfristig verfügt werden. Im Fernreisebereich ist es bis jetzt seit dem Lockdown im März schwer möglich gewesen, Reisen zu unternehmen. Die ersten Gäste sind aber auch wieder auf Fernreisedestinationen unterwegs und wir hoffen, dass auch bald wieder Gäste nach Südafrika unterwegs sein werden. Und in Südafrika begrüße ich jetzt ganz herzlich unsere Partnerin, unsere ASI-Partnerin Christine van der Merwe. Hallo Christine, kannst du uns hören? Ja, kann ich. Hallo Bernhard, hallo Ja. liebe Zuseher. Hallo Christine, ein herzliches Hallo nach Kapstadt. Christine ist unsere langjährige Partnerin in Südafrika. Wir haben in Südafrika eine Partneragentur, die alle unsere Südafrika-Reisen organisiert. Und Christine wird uns jetzt einiges an aktuellen Informationen zur Lage in Südafrika geben, wie denn das Leben dort aussieht, wie der Ausblick für die nächsten Wochen oder Monate ist oder sein kann. Und dazu haben Sie die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Viele sind mit Zoom ja wahrscheinlich vertraut. Sie sehen unten in der Taskleiste diese Funktion F und A. Da können Sie Fragen reinschreiben, entweder anonym oder auch namentlich. Und wir werden dann im Anschluss an das Interview, das ich mit Christine führen werde, diese Fragen beantworten. Entweder Christine, wenn es um aktuelle Fragen geht, Südafrika betreffend, oder wenn es um buchungsrelevante Fragen geht, werde ich das gerne beantworten, je nachdem. Sie können auch in den Chat schreiben, wie Sie möchten. Und ja, da beginne ich gleich schon mal mit unserer ersten Frage, Christine, was uns natürlich sehr interessieren würde. Wie ist denn momentan die aktuelle Situation in Südafrika? Ja, danke der Nachfrage. Also uns geht es den Umständen entsprechend, wie man momentan sagen muss, gut. Ja, vielleicht so
mal eine kurze Information, wie es war die letzten Monate. Also wir sind natürlich ein bisschen später in den Lockdown gegangen. Uns hat die Corona-Krise so ein bisschen später erreicht als Europa. Es ging dann so im April langsam los und dann waren wir in einem relativ strikten Lockdown bis Juli eigentlich, also mit Ausgangssperre und Alkoholverbot sogar. Da war hier nicht viel los, war aber gut. Jetzt haben sich die Zahlen wirklich sehr gut erholt in den letzten Wochen, wurde jetzt sukzessive gelockert. Und ja, das Leben ist mittlerweile eigentlich fast wie vorher, bis auf die Masken und dass unsere Grenzen noch geschlossen sind. Das ist die Situation momentan. Okay, das klingt ja mal schon sehr positiv und das klingt ja so, dass sich das Leben ja so weit normalisiert hat, dass man sich ja auch ein Reisen in Südafrika wieder vorstellen kann. Jetzt würde uns trotzdem auch noch interessieren, bei uns war natürlich der Lockdown mit erheblichen Einschränkungen verbunden, dann kamen entsprechende Lockerungen, jetzt sind die Zahlen wieder im Steigen begriffen. Die Maßnahmen sind dann je nach Infektionszahlen recht unterschiedlich. Das Ganze hat natürlich entsprechende Einschnitte für das Alltagsleben, für das Wirtschaftsleben nach sich gezogen. Wie geht es denn den Menschen in Südafrika? Wie sind denn die Menschen mit dieser Situation und mit dieser Krise bis jetzt umgegangen? Ja, also es ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich denke, wie in Europa auch. Am stärksten hat es natürlich die Ärmeren getroffen. Das ist immer so, die Menschen, die Tagelöhner sind zum Beispiel, die viele haben natürlich ihre Arbeit verloren. Viele waren auch im Tourismus beschäftigt natürlich oder in der Landwirtschaft war es auch nicht besonders gut. Also es gibt schon eine hohe Arbeitslosigkeit momentan. Viele Menschen sind betroffen. Und man schlägt sich so durch. Also das Gute ist, die Südafrikaner sind ja einiges gewohnt. Das heißt, wir sind hart im Nehmen und man hilft sich auch viel gegenseitig. Also das ist immer toll hier zu sehen, wie die Menschen sich gegenseitig einfach unter die Arme greifen. Und mittlerweile wurde es ja so weit gelockert, dass der lokale Tourismus jetzt auch schon wieder möglich ist. Also was ganz gut war in Südafrika war, dass man nicht so Knall auf Fall alles geöffnet hat und dann wieder die Lockerung zurücknehmen musste, sondern man macht es wirklich sehr stufenweise. Also wir sind von einem kompletten Lockdown übergegangen in eine leichte Lockerung, durften uns aber nur innerhalb unserer Provinz bewegen. Dann jetzt im nächsten Schritt wurde das aufgehoben. Jetzt wurde auch der lokale Tourismus wieder eröffnet und wir dürfen praktisch frei reisen im ganzen Land. Man guckt dann wieder, wie geht's da? Die nächste Lockerung wäre dann der regionale Tourismus, praktisch mit den angrenzenden Ländern, die an uns ja, die Grenzen mit Südafrika haben und dann eben der internationale Tourismus. Okay, ja, Namibia hat ja vor wenigen Tagen bereits die Grenzen geöffnet. Theoretisch ist eine Einreise nach Namibia mittlerweile wieder möglich. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass da auch andere Länder im südlichen Afrika nachziehen werden und auch Südafrika dann bald die Grenzen wieder öffnet. Jetzt ist es natürlich so, dass eben diese ganzen Einschränkungen entsprechend sich auf das wirtschaftliche Leben ausgewirkt haben, für viele Menschen natürlich existenzbedrohend sind. In Österreich, in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern gibt es Kurzarbeitsmodelle, Unterstützungen vom Staat? Gibt es irgendwas in dieser Richtung auch in Südafrika? Nein, leider nicht. Das ist wirklich so, dass es gibt kaum etwas. Ich will nicht sagen nichts, ich will sagen fast nichts. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Das ist leider so. Der Staat hat keine besonders großen Ressourcen bei uns. Das heißt, man muss dann wirklich selber schauen, wie man durch diese Zeit kommt. Und viele Menschen haben sich dann einfach alternative Einkommensmöglichkeiten aussuchen müssen. Es wird ja viel über soziale Aspekte immer diskutiert. Auch zu Nicht-Corona-Zeiten gibt es natürlich diverse soziale Probleme, Spannungen in Südafrika.
Hat die Corona-Krise, was das soziale Leben anbelangt, einen wesentlichen Einfluss gehabt? Haben sich die sozialen Strukturen in der Zwischenzeit irgendwie dadurch verändert? Ja, man kann schon sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch ein bisschen weiter auseinandergegangen ist. Das ist leider so, weil natürlich klar, ich sag mal, die Mittelschicht so ein bisschen jetzt Schaden genommen hat während der Corona-Zeit. Es ist einfach so, die, ich sag mal, die reiche Bevölkerung hatte wahrscheinlich weniger drunter zu leiden, aber die Mittelschicht wirklich am meisten in Südafrika und die Wirtschaft ist auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, weil natürlich der Tourismus auch wirklich eigentlich Haupteinnahmequelle in Südafrika ist. Und wenn der Tourismus brach liegt über so viele Monate, dann geht das nicht ohne Schaden. Und ja, so sieht es momentan aus. Aber es ist eigentlich ruhig und man besinnt sich auch wieder so auf die eigenen Werte und es ist wirklich eigentlich. Ich will nicht sagen, es ist natürlich nicht positiv, aber es hat auch was Positives. Alles Negative hat immer was Positives. Okay. Es gab ja in Europa durch diese unfreiwillige Zwangspause auch Menschen, die irgendwo nach Alternativen gesucht haben, sagen wir nach wirtschaftlichen Alternativen. Du hast das ja auch gerade angesprochen. Gibt es in Südafrika auch Beispiele für alternative Geschäftsideen, die Leute während der Krise entwickelt haben? Ja, so auf, ich sag mal, im kleinen Stile auf jeden Fall. Also was wir zum Beispiel gesehen haben, ist, es gibt ganz viele Märkte zum Beispiel. Das ist ja was in Europa gang und gäbe ist. So der lokale Markt mit den lokalen Produkten in jedem Dorf, in jedem Ort. Das gab es hier eigentlich nicht so. Hier gibt es zwar Märkte für Klamotten und es gibt auch mal irgendwie einen Lebensmittelmarkt, aber jetzt nicht auf der Basis, dass man sagt, es sollen nachhaltige Produkte sein, ökologische Produkte sein, aus der Nachbarschaft, vielleicht vom Bauern nebenan. Das hat sich jetzt so hier entwickelt. Also gibt fast in jedem Ort und auch in den größeren Städten, ich sitze jetzt gerade in Kapstadt, in jedem Stadtteil so den eigenen, wir nennen es Neighborhood-Markt, wo praktisch die Menschen ihre lokalen Produkte verkaufen. Und so kann man sich natürlich auch wieder gegenseitig unterstützen. Also einige unserer Mitarbeiter auch, wir arbeiten auch nicht Vollzeit, die Brot oder Kuchen oder Pflanzen, Blumenrabatten, die dann da verkauft werden. Also ist es wirklich, und die Menschen kaufen es dann auch, um praktisch ihre Nachbarn wieder zu unterstützen. Das ist so ein Geschäftsmodell, was sich ergeben hat. Und dann natürlich auch viele Hilfeprojekte. Also muss ich wirklich sagen, also wir haben zum Beispiel auch, nachdem wir jetzt im Homeoffice sind, zum Beispiel unser Büro umgewandelt in eine Suppenküche für die Obdachlosen. Okay. Und ja, da wird jetzt dreimal die Woche Suppe gekocht. Und ausgefahren an die Menschen, die wirklich gar nichts haben. Und so kann man sich eben dann auch gegenseitig helfen. Es ist jetzt zwar kein Geschäftsmodell, aber es ist was Positives, was entstanden ist in der Zeit. Ja, es ist natürlich schön zu hören, dass es da während der Krise eben Modelle gibt, wo man versucht, sich gegenseitig zu helfen und wo man halt einfach auch die ärmere Schicht versucht zu unterstützen. Vorhin hast du den Begriff Nachhaltigkeit verwendet? Dazu eine Frage. In Südafrika wird ja jetzt schon viel Wert auf nachhaltigen Tourismus gelegt. Viele Unterkünfte haben auch entsprechend nachhaltige Konzepte. In vielen Regionen der Welt gab es davor ja auch irgendwo halt einfach einige negative Auswüchse des Tourismus. Und glaubst du, diese Krise kann vielleicht auch in Südafrika Anstoß für eine gewisse Neupositionierung, für ein noch nachhaltigeres und qualitätsvolleres Reisen sein? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass auch, ich denke, es wird überall auf der Welt so sein, dass der Tourismus nicht wieder sofort dahin kommt, wo er mal gewesen ist. Und es ist schon so, dass auch viele Unterkünfte sich natürlich jetzt überlegen, okay, wie wollen wir uns neu erfinden? Was müssen wir noch tun, damit wir in Zukunft Gäste bekommen, damit wir einen Vorteil haben gegenüber anderen Destinationen oder anderen Leistungsträgern bei uns im Land? Und da wird sehr viel auf Nachhaltigkeit umgestellt.
ein anderer Punkt bei uns in Südafrika auch momentan, wir haben so eine immer wieder mal eine Krise mit dem Strom und der Elektrizität. Es gibt nicht genug Strom für alle Menschen. Da wird jetzt ganz groß auf Solar umgestellt, also alternative Energien, also auch in vielen Gästehäusern, weil sie einfach auch aus der Not raus einfach sagen, okay, wir brauchen Strom für unsere Gäste, wir brauchen warmes Wasser, lass uns jetzt umstellen. Und es ist natürlich was Positives, was da draus entstanden ist. Und jeder, denke ich, wird in Zukunft auch immer mehr drauf schauen, wo kann ich hinreisen, wo macht es Sinn, wo kann ich noch, wenn ich es mir aussuchen kann, gehe ich lieber dahin, wo vielleicht was getan wird für die Umwelt. Und das ist hier jedem auch sehr bewusst. Ja, klar, das denke ich auch, das ist definitiv ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Wir haben bei unseren Reisen ja den Vorteil, dass wir uns viel in der Natur aufhalten. Das ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten ein wesentlicher Vorteil, weil natürlich in der Natur das Ansteckungsrisiko minimiert wird. Gleichzeitig sind wir auch in sehr vielen kleinen Unterkünften, wo man auch wenig anderen Menschen begegnet. Das heißt, da ist natürlich das Thema Abstand halten leichter möglich als in sehr großen Hotels. Gleichzeitig ist natürlich so, dass die Leute halt oft Wert drauf legen, dass es ein Programm ist, wo man vielleicht noch in ein bisschen weniger frequentierten Regionen unterwegs ist als bei anderen Programmen. Gibt es ein Programm, das du unseren Gästen besonders empfehlen kannst, wo du sagst, da ist man fernabseits vom üblichen Tourismus oder auf besonders wenig begangenen Pfaden unterwegs? Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir natürlich gleich unsere neue Reise ein. Wir haben ja mit euch zusammen eine neue Reise entwickelt. Die geht von Südafrika nach Namibia. Und die geht wirklich komplett abseits der normalen Touristenpfade. Und da kann ich wirklich sagen, die Gebiete sind entweder gering bevölkert oder gar nicht bevölkert. Also es ist wirklich so, dass man da wirklich weg ist von allem, was man normalerweise so kennt und hat. Und diese Reise möchte ich wirklich jedem besonders ans Herz legen, der mal weg möchte. Von bevölkerten Gebieten und natürlich vielleicht auch so ein bisschen von dem Corona-Risiko. Ja, ich kenne einige von diesen Regionen, die wir bei dieser Reise besuchen, auch persönlich. Und das ist auch für mich eine wunderschöne Gegend, die Cedarberge, der Süden von Namibia, der Fish River Canyon. Also das sind natürlich schon schöne Regionen, wo es von der Natur her schön ist zu reisen und wo man halt einfach diese unendlichen Weiten auch genießen kann und wo man auch einfach wenig Leute trifft. Ja. Auf jeden Fall. Ja, was mich auch noch interessieren würde, wie ist es denn zurzeit mit den mit der touristischen Infrastruktur in Südafrika? Gibt es einen lokalen Tourismus derzeit? Haben die Unterkünfte und die Restaurants normal geöffnet? Genau, ja. Also wir sind momentan wirklich wieder praktisch offen für den lokalen Tourismus, was auch ganz gut ist, weil nach der langen Pause, die wir jetzt hatten, ist es praktisch so eine Art Soft-Opening. Also viele Unterkünfte, also ich würde sagen, 90% der Unterkünfte sind wieder offen. Die noch nicht offen sind, öffnen jetzt im Laufe des Septembers für den lokalen Tourismus. Restaurants sind wieder auf. Genau, und so kann man so ein bisschen üben, wie es denn dann sein wird, wenn die internationalen Gäste wieder kommen. Also das macht Spaß. Ich war letztes Wochenende auch unterwegs in einer Unterkunft und auch in einem Restaurant. Und also man freut sich einfach, dass es jetzt wieder losgeht und das ist schön. Okay. Wie sind denn da derzeit die Vorschriften, die Hygienemaßnahmen? Wie kann man sich denn das vorstellen in Unterkünften und Restaurants? Das ist sehr ähnlich wie in Europa auch. Also ich verfolge ja auch die Nachrichten, was in Europa so gemacht wird. Und es ist ja eigentlich auch genauso. Also in Restaurants werden die Tische auseinandergeschoben. Da gibt es einfach einen Abstand. Es gibt eine Maskenpflicht in Gebäuden, also sprich in einem Shoppingcenter oder auch wenn man ins Restaurant kommt, dann hat man die Maske auf. Wenn man sich dann hinsetzt an seinen Tisch, dann kann man sie abnehmen.
Und in den Unterkünften ist es ähnlich. Also die werden regelmäßig desinfiziert. Da gibt es auch viele Unterkünfte, die dann diese Plexischeiben haben, wenn man mit dem Personal spricht. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Da hat man sich natürlich Europa auch so ein bisschen als Vorbild genommen bei der Umsetzung dieses Hygienekonzepts. Und das sieht alles momentan sehr gut aus, muss ich sagen. Es wird auch überprüft natürlich und vor allem für Unterkünfte und so weiter, da gibt es ganz regelmäßige Kontrollen, dass es auch eingehalten wird. Okay. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, die für dich und mich wahrscheinlich gleichermaßen schwierig zu beantworten ist. Wann wird denn voraussichtlich eine Einreise nach Südafrika wieder möglich sein? Kann man das irgendwie abschätzen? Das ist schwierig momentan, weil da hält sich die Regierung noch so ein bisschen bedeckt. Ich weiß auch warum, weil man natürlich so ein bisschen die Zahlen jetzt beobachtet. Ich hatte ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen von diesem stufenweisen Öffnen des Landes und was natürlich jetzt auch immer passiert ist. Nach jeder Stufe guckt man dann wieder 2-3 Wochen, wie verändern sich die Fallzahlen. Können wir jetzt wieder weitermachen oder müssen wir eventuell noch ein bisschen warten? Insofern haben wir kein definitives Datum, aber ich sehe natürlich sehr positive Signale. Also wir sind natürlich auch mit der lokalen Tourismusbehörde in täglichem Kontakt und hören natürlich auch, was die Nachbarstaaten machen. Und normalerweise ist es schon so, dass man das Ganze so ein bisschen miteinander plant. Das heißt, ich erwarte jetzt als nächsten Schritt, wie ich vorher schon sagte, so eine regionale Öffnung, also in Richtung Namibia, in Richtung Botswana, in unsere Nachbarländer und dann wieder als nächsten Schritt die internationale Öffnung. Also wir hoffen natürlich, es wird dieses Jahr noch was. Wann genau, kann ich derzeit noch nicht bestätigen, aber wir sind ganz guter Dinge. Okay. Wir haben jetzt viel gehört über Maßnahmen, über eventuelle Öffnungen. Wenn es denn dann tatsächlich wieder losgeht mit den Reisen, sind wir natürlich entsprechend auch um die Sicherheit der Gäste bemüht. Wir haben entsprechende Richtlinien ausgearbeitet, sowohl einen Leitfaden für unsere Gäste als auch für unsere Guides und unsere Partneragenturen, damit wir einfach gewährleisten, dass wir international überall den gleichen Sicherheitsstandard zur Verfügung stellen können oder garantieren können. Das fängt damit an, dass die Busse täglich desinfiziert werden, dass Einzelreisende einen Sitzplatz haben, der entweder ein Einzelsitzplatz ist oder in einer Zweierreihe einen Sitz für sich haben. Und das beinhaltet natürlich das auch uns bekannte Prozedere aus Europa, was das Abstandhalten anbelangt, was Maskenpflicht bzw. die Einhaltung der Maskenpflicht etc. anbelangt. Da haben wir ein sehr genaues Protokoll verfasst, um da bestmöglich die Sicherheit unserer Gäste zu garantieren. Natürlich kann immer wieder was sein. Es kann sich natürlich trotzdem jemand infizieren. Es kann natürlich auch ein anderer medizinischer Notfall sein. Falls was sein sollte, wie ist denn die südafrikanische Gesundheitsversorgung? Welchen Standard kann denn da der Gast erwarten? Ja, also generell ist in Südafrika die gesundheitliche Versorgung sehr gut. Wir haben sehr, sehr gute private Krankenhäuser. Die sind wirklich auf dem Stand, ähnlich wie in Deutschland oder in Österreich auf jeden Fall. Also da kann ich wirklich dafür meine Hand ins Feuer legen, das passt alles und ist super. Und die Situation ist momentan auch so, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt sind oder auch nicht voll sind. Also das ist hier wirklich so, dass eigentlich im Grunde alles ganz normal weiterläuft. Wir haben ja jetzt keine Überforderung des Gesundheitssystems auf dem privaten Sektor, muss ich wirklich sagen. Insofern ist auch die Behandlung und die Behandlung hier und die ärztliche Betreuung sehr, sehr gut. Okay. Ja, das klingt doch auf jeden Fall mal ganz gut. Ich schaue jetzt mal in unsere F&As, ob es Fragen gibt von unseren Zusehern. Hier schreibt uns eine Dame, wann gibt ASI final bekannt, ob die Reise am 31.10. stattfinden soll oder nicht?
Dazu muss ich sagen, wir versuchen natürlich die Situation immer so gut wie möglich im Auge zu behalten und einzuschätzen. Wenn sich schon längerfristig abzeichnet, dass eine Reise nicht stattfinden kann, möchten wir natürlich unsere Gäste nicht länger hinhalten. Auf der anderen Seite ist es so, wie wir zum Beispiel jetzt mit Namibia gesehen haben, da hat Namibia vor 2 Tagen bekannt gegeben, dass die Einreise wieder erlaubt ist. Und dementsprechend können wir dann natürlich unseren Gästen anbieten, ins Land zu reisen. Diese internationale Reisewarnung, diese weltweite Reisewarnung, die es vom Deutschen Auswärtigen Amt gibt, die soll mit 30. September enden. Das heißt, theoretisch wäre es natürlich dann möglich, Ende Oktober eine Südafrika-Reise anzutreten. Wir haben uns als Frist gesetzt, spätestens 31 Tage davor abzusagen, wenn eine Reisewarnung beziehungsweise eine Einreise nicht möglich ist. Dementsprechend würde ich sagen, für Termin 31.10., da müssen wir innerhalb der nächsten 2 Wochen evaluieren, ob eine Durchführung der Reise theoretisch möglich ist. Wie würdest denn du das, die Möglichkeit einschätzen, Christine, dass bereits am 31.10. eine Einreise wieder möglich sein wird? Ja, genau, wissen tue ich es natürlich nicht. Ich vermute wahrscheinlich eher nicht, weil wir natürlich auch uns regional noch nicht geöffnet haben und das müsste ja auch innerhalb der nächsten 2 Wochen dann schon passieren. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte mich da auch nicht zu irgendwelchen Prognosen hinreißen lassen, weil wir auch momentan gesehen haben, dass sich Sachen so schnell ändern, Entscheidungen so schnell ändern. So ist es ein bisschen schwierig vorherzusagen. Ja, also ich denke, dass wir da in allernächster Zeit das entscheiden werden. Wir werden das nächste Woche nochmal prüfen, auch hinsichtlich der Flugsituation. Das hängt ja auch immer sehr stark damit zusammen, weil ich meine, wenn ein Land seine Grenzen nicht geöffnet hat und eine Nachfrage nicht gegeben ist, dann wirkt sich das natürlich auch darauf aus, dass die Fluglinien nicht hinfliegen. Das heißt, wir werden das kommende Woche nochmal prüfen und dann wohl eine definitive Entscheidung für die Reisen Ende Oktober beziehungsweise Anfang November treffen. Gut, ich schaue, ob es noch weitere Fragen gibt. Wir haben jetzt hier noch eine Frage. Was passiert, wenn ich eine Südafrika-Reise antrete und die Reise wegen Lockdown-Maßnahmen abgebrochen werden muss? Holt mich ASI dann zurück? Das hoffen wir natürlich sehr, dass das nicht noch mal passiert. Das hatten wir bereits im März. Wir haben natürlich alle unsere Gäste so schnell wie möglich zurückgeholt. Das heißt, wir lassen natürlich dann niemanden im Stich. Für uns als Reiseveranstalter ist es selbstverständlich eine Verpflichtung, uns um unsere Gäste zu kümmern und unsere Gäste zurückzuholen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man jetzt auf ganz andere Erfahrungswerte zurückgreifen kann als damals im März, wo uns alle diese Krise und diese Maßnahmen sehr überraschend getroffen haben. Das heißt, wir sind jetzt natürlich ganz anders vorbereitet und ich rechne damit, dass sich eine ähnliche Situation nicht wiederholen wird. Gut, dann haben wir hier noch eine Frage. Da schreibt uns ein Zuseher, was passiert denn, wenn während einer Reise ein Gast infiziert wird? Wird dann eine Unterkunft unter Quarantäne gestellt oder wird dann die gesamte Gruppe unter Quarantäne gestellt? Kannst du uns dazu was sagen, Christine? Ja, also generell wäre es ja so, dass man erstmal alle Teilnehmer testen würde, natürlich. Das ist hier auch flächendeckend gut möglich in Südafrika. Und dann natürlich kriegt man relativ schnell, also bis man auf das Ergebnis wartet, so würde ich natürlich sagen, ja, da bleibt man dann in einer Unterkunft. Wenn der Test dann aber negativ ausfällt, dann können natürlich die Reisenden ganz normal weiterreisen. Also das ist mittlerweile relativ schnell möglich, da ein Testergebnis zu bekommen. Insofern würde man dann eben die eine Person oder die infizierten Personen in Quarantäne stellen. In Südafrika ist es auch so, dass es
im Grunde keine staatliche Quarantäne gibt, sondern es ist dann einfach eine Unterkunft, in der man halt dann verbleibt, bis die Zeit vorbei ist. Okay, alles klar. Gut, ja, also ich sehe jetzt mal keine weiteren Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich jetzt gern noch unter F&A was reinschreiben. Sie können natürlich uns auch jederzeit auch nach dem Webinar kontaktieren. Sie können uns eine E-Mail schicken und wir beantworten natürlich Ihre Fragen rund um Südafrika, rund um Ihre Buchung gerne. Wenn wir selbst nicht die entsprechenden Informationen vorliegen haben, dann werden wir uns natürlich gerne an Christine wenden. Und ja, damit kommen wir schon schön langsam zum Ende unseres heutigen Webinars. Viele fragen sich natürlich, gehe ich jetzt ein Risiko damit ein, eine Asienreise für beispielsweise 2021 zu buchen? Viele von Ihnen werden vielleicht Reisepläne schon für Südafrika geschmiedet haben und sind sich jetzt nicht sicher, ist es ratsam zu buchen oder nicht. Dazu möchten wir Ihnen einfach sagen, Sie gehen im Prinzip kein Risiko ein, weil wenn eine Reise nicht stattfinden kann, weil es eine Einreisebeschränkung gibt oder eine Reisewarnung gibt, dann haben Sie natürlich das Recht, kostenfrei zu stornieren, haben das Recht, Ihre Anzahlung erstattet zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sagen muss, die Nachfrage wird entsprechend wieder steigen, wenn ein Reisen wieder möglich sein wird, wenn es eine Impfung oder ein entsprechendes Medikament gibt. Dementsprechend ist es natürlich empfehlenswert, sich jetzt schon den Platz zu sichern. Was auch manchmal ein Thema ist, ist die Frage einer Insolvenz. Ich meine, das schließen wir natürlich für uns aus, aber für den Fall ist natürlich jeder Veranstalter verpflichtet, eine Insolvenzversicherung abzuschließen. Das heißt, sämtliche Kundengelder, die bei uns angezahlt werden, sind natürlich über die Insolvenzversicherung versichert. Ich habe jetzt noch eine Frage reinbekommen über F&A. Da schreibt ein Zuseher, wie wäre es dann, wenn der Test positiv ausfällt, bleiben die Kunden auf den Kosten sitzen, wie zum Beispiel die Quarantäneunterkunft und so weiter. Also dazu ist es von der Versicherungssituation so, dass es Reiseversicherungen mittlerweile ja gibt, die dieses Risiko abdecken. Das heißt, es wird jetzt auch angeboten, dass alle mit Corona im Zusammenhang stehenden Kosten, sowohl der Reiserücktritt als auch der Reiseabbruch und auch im Fall von einer Quarantäne sämtliche Zusatzkosten von der Versicherung übernommen werden. Das heißt, diese Versicherung können Sie über uns abschließen und damit sind diese Kosten gedeckt. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage reinbekommen. Da schreibt uns ein Zuseher, wie heißt die Asienreise, die Christine erwähnt hat. Das ist die Südafrika und Namibia auf unbekannten Pfaden erwandern. Die finden Sie auf unserer Website unter der Reisenummer SACPT004. Und ja, da können Sie auch den ganz genauen Reiseverlauf nachlesen und können uns auch gerne fragen, wenn Sie noch nähere Informationen dazu brauchen, also Südafrika und Namibia auf unbekannten Pfaden wandern. Ja, nachdem es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich mich dann ganz herzlich bei unseren Zusehern bedanken für Ihre rege Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Christine für die ausführlichen Informationen und für die Zeit, die sie sich genommen hat. Vielen Dank und nochmal herzliche Grüße nach Kapstadt und dir noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, liebe Christine. Dankeschön. Ich danke euch auch für das Interesse und bis hoffentlich bald in Südafrika. Ja, das hoffen wir auch.
Und wir möchten Ihnen jetzt praktisch als Ausklang zu diesem Webinar noch ein paar Bilder zeigen, die Ihnen Lust machen sollen auf eine bevorstehende Südafrika-Reise, die Sie vielleicht schon gebucht haben, die Sie vielleicht in Zukunft buchen möchten. Und ja, die Schönheiten von Südafrika sind natürlich auch während der Corona-Krise erhalten geblieben und warten darauf, von Asi-Reisenden entdeckt zu werden. Und mit diesen Bildern möchte ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen eben noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir Sie wieder bei einem unserer Webinare begrüßen dürfen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Thank you.